Fiat ist mit dem Tipo in die Mittelklasse eingestiegen. Bislang haben sie vor allem kleinere Autos gebaut. Die Besonderheit, man bekommt schon für 14.000 Euro eine Limousine, die äußerlich durchaus was hermacht und auch im Innenraum für Überraschungen sorgt. Der sieht einfach aus, aber nicht übermäßig karg. Die Instrumente sind übersichtlich und das Lenkrad liegt gut in der Hand. Platz gibt es reichlich für 5 Personen und auch für deren Gepäck. Der Kofferraum hat ein ordentliches Format und schluckt 520 Liter. Wir haben den größeren Benziner getestet und waren enttäuscht. Den gibt es nur mit Automatik und ist nach heutigen Maßstäben unendlich träge. Fahren ist hier vor allem eine Transportaufgabe. Auch beim Verbrauch kann Fiat nicht glänzen. 8,5 Liter Super brauchte der Tipo im Schnitt für 100 Kilometer. Ein Start-Stopp-System gibt es nicht. Wir würden den Tipo empfehlen als Understatement-Auto. Der große Kofferraum steht für sich und fahrerisch brennt nun wirklich nichts an. Der Tipo tut stets, was er tun soll. Er bremst, lenkt und federt. Dacia bekommt nun ernsthafte Konkurrenz durch italienische Bodenhaftigkeit.